im Waggon dieses Zuges einfach zu beobachten, die Leute mit der Waffe. Ja, die hatten ihre Waffen dabei und das war schon wirklich untypisch. Dann hatte ich ein halbstündiges Spaziergang von dem Bahnhof zu mir nach Hause und ich musste auf diesem Weg den Hauptplatz unserer Stadt überqueren. Und ich habe unglaublich, es war ein schöner Abend, der erste Abend in diesem Sommer. Und es gab unglaublich viele Leute, auch vor allem die Jugendlichen. Und das sah alles so aus, wie in die friedliche Zeit. Also kein Zeichen von irgendwelcher Gefahr oder irgendwelcher Bedrohung oder kein Zeichen von ganzer dieser Situation, die für alle so völlig riskant ist. Und das erkläre ich vor allem mit der Tatsache, dass wir hier in der Westukraine regulär, absolut ständig die Luftalarme haben. Auch gestern, später am Abend, ich war schon zu Hause, wir hatten ein sehr wichtiges für die Ukraine Fußballspiel mit Schottland in Glasgow. Und während wir dieses Fußballspiel geschaut haben, gab es zweimal Luftalarm, auch in unserem Gebiet. Aber man gewöhnt zu solchen Sachen. Also die Luftalarme waren nicht irgendwie falsch oder das ist immer ganz ernsthaft, diese Warnung über die eventuelle Gefahr. Und die Raketenattacken, die hinter diesen Luftalarmen standen, die waren auf das Nachbarsgebiet gezielt. Und zwar Gebiet Lemberg, aus dem ich neulich angekommen war. Das war noch ein Versuch von russischer Armee, die Eisenbahnstruktur der Westukraine zu zerstören. Sie machen das die ganze Zeit ununterbrochen. Also summa summarum, so ist das Leben bei uns. Einerseits genießen die Leute schöne Abende, schöne Juniabende. Andererseits gibt es immer eine Gefahr, gibt es dieses Risiko, dass auch wir hier beschossen werden, so was Ähnliches. Eine Attacke ist immer möglich.